Hi Madeline hier von Sonic Bloom mit einer neuen Folge der Ableton Live Insider Tipps. Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr den MIDI-Output, das heißt die MIDI-Noten mit der Velocity von verschiedensten MIDI-Effekten in Live aufnehmen könnt. Das funktioniert sowohl mit MIDI-Effekten, die in Live enthalten sind, als auch mit Max for Live MIDI-Effekten oder MIDI-Effekt-Plugins. So, ich habe hier den Amp aus der Max for Life Essentials ausgewählt, um euch das zu zeigen. Und ich habe also hier einen Arpeggiator und dann noch Grand Piano als MIDI-Instrument, damit ich auch oder wir auch hören können, was ich da spiele. Und dann kann ich das einfach mal kurz testen. So, dann nehme ich hier erstmal das auf. Müsste ich erstmal hier einen Count-In einsetzen. So reicht. Und dann können wir da mal reinschauen. Da sieht man schon, dass das definitiv nicht aufgenommen hat, was wir am Ende hören, sondern die Noten eben, die ich gehalten habe. Und wenn ich aber das Endergebnis, also das, was quasi in dem MIDI-Effekt noch verändert wird, aufnehmen will, dann muss ich Folgendes machen. Dann nehme ich hier als erstes mal das Instrumenten-Preset und schiebt das auf eine zweite MIDI-Spur. Wenn ihr noch keine habt, müsst ihr erstmal eine erstellen. Dann werde ich hier als nächstes einstellen, dass das MIDI von der ersten MIDI-Spur reingeleitet werden soll. Und dann kann ich hier erstmal den Count-In wieder ausmachen und das mal hier aufnehmen. So, das reicht. Und dann sieht man hier schon, dass ich damit eben die Noten aufgenommen habe, die tatsächlich das MIDI-Instrument spielt. Und das können wir auch gleich mal, also der MIDI-Effekt spielt. Das heißt, wir können hier erstmal zum Beispiel den Clip stoppen und sicherstellen, dass da auch definitiv nichts mehr reinkommt. Das heißt, wir stellen hier MIDI auf All-In sein, das heißt, es wird nicht mehr von der ersten Spur rüber geroutet. Und dann können wir das nochmal abspielen. Ja, und damit kann man dann problemlos den MIDI-Output von verschiedensten MIDI-Effekten eben auch editieren, bearbeiten. Man braucht dann den MIDI-Effekt auch nicht mehr, was ganz praktisch sein kann bei Plugins, die man vielleicht später dann in neueren Versionen gar nicht mehr hat oder auch bei Max for Live Geräten kann das der Fall sein. Oder man kann eben auch dann ins Detail gehen und sagen, okay, hier, das finde ich toll, da möchte ich aber doch ein bisschen was verändern, sodass man da mehr Kontrolle eben drüber hat, was da am Ende gespielt wird, besonders wenn man irgendwie so ein bisschen was Random-mäßiges mit in dem MIDI-Effekt drin hat. Ja, ich hoffe, ihr fandet das hilfreich. Vergesst nicht zu liken, teilen und zu subscriben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.